Guten Nachmittag, Deutschland, Österreich, Schweiz, Liechtenstein und Luxemburg. Wie ist, Freunde, was geht? Wie in London. Tour gerade beendet auf diesem wunderschönen Markt. Auf jeden Fall geht's jetzt los. Wir fliegen nach Paris. Ich kann nur eins sagen, England ist auf jeden Fall stark. War stärker, als ich erwartet hätte. Und ihr seid jetzt wieder live dabei auf dem Weg nach Paris. We live in the country. Willkommen für euer Ass. Tu parles français, je m'appelle Rondi. Je m'appelle Lucas. Lucas, oh oui. So viel Spaß, peace. Leider haben wir es nie geschafft, mit so einem Taxi zu fahren. Wir haben auch nicht geschafft, mit so einem Bus zu fahren, sag ich ganz ehrlich. Das hätte man schon einmal machen können. Aber es gibt einen Grund, wiederzukommen. Und das U-Bahn-System hier, Leute, ist stärker als überall auf der Welt wahrscheinlich. Du hältst dein Handy dran, bapp, kannst losfahren. Was ein Building. Skylightings. Sieht ein bisschen aus wie Frankfurt. Pyramids of Giza. City of London. They spell it wrong. Wir haben es einfach mit O geschrieben. Was soll das? Stupid. Stupid. Take it away, feeling too good to me. Chilling all day, all in your space is where I wanna be. Here in this room, what did you do? I just can't. Wie bezeichnest du das Ding? Monument. Ah, okay. So Monument. Vorher, wie hieß es vorher noch? Uneducated people, you know nothing. Stupid. Schau euch mal die Stange an, Leute. Monument. We arrived. Jetzt zeige ich euch einmal, wo muss man eigentlich hinschauen, damit man in die Kamera schaut? Ach so, da. Voll komisch. Auf jeden Fall zeige ich euch jetzt einmal, wie das Ganze hier abläuft. Karte aus. Links drauf. Eine Upel. Wenn ihr später wieder rauskommt, macht ihr das. Okay, wir zeigen euch das dann. Simpler Prozess, muss ich ehrlich sagen. So einfach könnt ihr U-Bahn fahren sein. Auch die Preise schmecken hier. Man zahlt so 1 Euro oder so. Kann gefühlt die ganze Welt fahren. Take it away, feeling too good to me. Chilling all day, all in your space is where I wanna be. Here in this room, what did you do? I just can't get enough. Too caught up in your love. I've been trying to forget. Hier, Halal Guys. Haben wir diesmal nicht geschafft, aber Lukas meinte, ist nicht so gut. Dieser Laden, stark. Quite beautiful, man. London. London. Hotel kann man auch empfehlen, ist cool, gell? Simpel und cool. Effektiv. Mit dem Wetter hatten wir auch Glück, muss ich auch ehrlich sagen. Es hat einmal ein bisschen geregnet, genau an dem Tag, als wir beide Shortpants anhatten. Aber ansonsten war top. London, Kuss geht raus. Das ist auch das wunderschöne Hotel, muss ich ehrlich sagen. Falls ihr in London ein Hotel wollt, sehr gute Lage. Es gibt viel Essen, viel Essen auf jeden Fall in der Umgebung. Und ja, auf jeden Fall empfehlenswert. Ich würde das Ganze jetzt auch so machen. Wir werden wieder U-Bahn fahren, dies, das, mit Gepäck, dies, das. Wir sehen uns am Flughafen. Bis gleich. Einmal die Fahrkarten, bitte. Angekommen am Check-in. Wir geben jetzt das Gepäck ab, Freunde. Dann geht's auch los nach Paris. Wir haben so viel Zeug gegessen. Austern heute, Donuts im Stream. Wir haben viermal gestreamt auf Twitch von Lukas. Es war auf jeden Fall ein sehr, sehr erfolgreicher Trip. Sehr, sehr viele coole Sachen gemacht. London ist auf jeden Fall auf der Karte, so das wird bald wiederkommen wahrscheinlich. Und der Trip ist noch nicht zu Ende, es geht jetzt noch mal ein paar Tage nach Paris. Noch nie waren wir so früh am Flughafen. Ich schwöre, noch wir nie haben sind wir so smooth durchgekommen. The gate is not even open, guys. Oder einmal waren wir so früh am Flughafen. Ah ja, okay, aber das ist... Es ging schon wieder leicht, oder? Security, check, Leute. Es geht so leicht, das ist schon, da irgendwo ist der Fehler. Irgendwo werden wir wieder die Hose runterlassen. Kuss geht raus am Ciao. Kuss geht. Das habe ich, Bruder. Das ist es. Noir. Quite nice smell. Boah, das ist nice. I told you. Wie sind die eigentlich? Kennt jemand von euch? Was sagt ihr? Ein Geheimtipp, den ich für euch habe. Diese Marke an Parfum, sehr, sehr wild. Habe ich sehr, sehr lang benutzt. Kilian, Freunde. Ich weiß nicht mehr genau welches. Sucht euch. Probiert euch durch. Die riechen alle sehr besonders und nicht zu aggressiv und trotzdem aggressiv. Wenn man das so sagen kann. Ihr wisst schon, was ich meine, wenn ich sowas sage. Ihr wisst schon. We're searching for the lounges. Unser Flug wird erst angezeigt in über einer Stunde. Das heißt, jetzt schauen wir, ob wir eine Lounge betreten können. Und kurz hängen die.
We're going. We had to find the path. Longitude. Ja, ziemlich kleiner. Geht schon. Ganz kurz, ich habe gedacht, wenn man so American Express Lounges geht, dass man das Essen bezahlen muss. Aber ich habe ganz gute Nachrichten. It's for free, inne. So, Lads, ich zeige euch einmal ganz kurz hier die Auswahl. We got some, and some things. Nee, was ist das? Gulasch, Mulasch? Was ist das für ein Fisch? Cookies. Boah, das sieht schon lecker aus, ja? Ich glaube, ich werde wieder was mit Vitamin zu mir nehmen, Bruder. Das hier, Freunde, ist Blumenkohl, ja? Ich habe auch selber noch nicht Blumenkohl so schön gesehen, mal davon abgesehen. Ich habe auch ein bisschen Foods, das ist schon nice, ja? Richtig gut. Yeah. What is the best, Amstel? Bist du sicher? Amstel ist gut auf jeden Fall. This one also best. Bad? Hast du das schon mal probiert? Best. Nein. Ja, La Authentica wollten wir eh probieren. We'll try it. Risiko. We get our asses drunk. $600. Aktuell, was haben wir hier? Der healthy stuff. Blumenkohl, bisschen Früchte, bisschen Käse, Ananas und bisschen Salad. Ruffer. You must. We eaten here. Ah, nice. Melon-Tinger. Cheese auf Paris. Paris, we coming. Aber gut. Aber es ist nicht so gut. Der Nachgeschmack ist so ein bisschen. Schmeckt leicht nach dunklem Bier, oder? Bisschen. Wir haben ein japanisches Bier getrunken. In so einer japanischen, nicht Bar, aber so einer Food-Bar. Mit dem Namen Ansel, Anshell. Aschei oder so. Irgendwas mit A und ich habe es noch nie getrunken davor und. Bäm, das war einfach eine der wundervollsten Biererfahrungen, die ich je hatte. Und nach diesem Bier wird es schwierig für andere Bier, sag ich dir. Es war cremiges Bier. Es klingt sehr, sehr blöd, aber wenn man diesen Schaum im Mund hatte, es war ein bisschen dickflüssiger als normales Bier, oder? Und auch der Geschmack. Die war so sanft, die war überall die Kohlensäure. Das waren so kleine Blasen, die aber voll viele waren. Es war nicht so stichige Kohlensäure, sondern die war so... Perfekt verteilt so, als hätten die sie positioniert einzeln. Genau so. Genau so war es, Leute. Eineinhalb Stunden müssen wir circa warten. Quite nice first meal. We had Broccolis, bisschen Salat, bisschen Früchte, bisschen Käse. Es ist wirklich eine sehr, sehr nice Experience. Das Essen ist auch sehr gut gewesen. Gell? War gut. Service cool, alles chillig hier. Ein paar Bier kann man sich auf jeden Fall noch gönnen bis Paris. Throw it away. There you go, sir. Thank you. That's for you. Ich habe hier noch eine kleine Käseplatte gezaubert, Freunde. Muss ich das Leben genießen. Käse darf man nie unterschätzen. Eine kleine süße Runde wird sich auf jeden Fall auch noch gegönnt. Kurz geht raus. Wir haben einmal... Erklär mal das bitte. Bruder, das ist... Pass auf. Panna Cotta e... della Neste. Ich glaube, da sind so Nuts drin. Nuts. Nutty things. Und now it's chocolate nuts. Das sieht aber wild aus, ehrlich. Bruder, sieht aus, als ob ich das einatmen könnte. Wir übernehmen uns hier. Nicht alles, Bruder. Kennst du das, wenn du so eine Erbse mit Messer gabst? Ja. Quite smooth, isn't it? Quite nice, isn't it? It's really nice. Yeah? Yeah. I have to try this. Bruder, ich schwöre, du... So müsstest du rausnehmen, damit jeder was kriegt. Smash that thing. Man muss diese Crumbles auch rauskriegen. Das sind gar keine Oreo-Kekse, sondern so Dark Chocolate Things, gell? Wow. Mousse au chocolat de Tatouin. Je m'appelle. Und jetzt probieren wir noch diese Panna Cotta au de Neste. Ah, jetzt check ich Neste. Ja. Wegen diesem Nest da oben drauf. Stark, das ist deiner. Quite wobbly, ne? It's wobbly. I like... Egal, passt schon. Ich werde jetzt nicht irgendwelche Vergleiche damit anfangen. Bitte nicht, ne? Weißt du, was jetzt Josh Kuhn sagen würde? Künefer. Künefer habe, ja? Künefer number one. Number one. Eine Ewigkeit später. So, Freunde. Ein bisschen Zeit ist jetzt vergangen. 1,5 Stunden.
Real Talk. Lunges in London. Kinda dangerous. Just saying, innit? So, 1945, 3A. Go to gate. Es ist 19.13 Uhr. Go to gate. Go to gate. Wo ist das Gate? Weiß irgendwer, wo 3A ist? 3A? Nee, passt, danke. Die Lounge war auf jeden Fall angenehm. Am Ende des Tages, falls wir das alles bezahlen müssen, was wir gegessen haben. Danke, Lukas. Aber es war auf jeden Fall eine sehr, sehr nice Experience. So kann man auf jeden Fall Flüge überbrücken, ne? Crazy, Bro. Was ehrlich. Warten, Alter. Das ist ja besser als Club gehen. Ich bin ehrlich, ich weiß auch nicht, wie das passieren konnte. Irgendwie fühle ich mich so, als müssten wir uns beeilen. Kann das sein? Wir haben auch wieder so Glück, oder? Sei mal ehrlich. Was? Mit allem jetzt schon wieder. Das ist kein Glück, wir haben, können. Bruder, wir haben 4 Tage in London. Davon 4 Videos produziert. 4 Streams produziert, smoothly. Einfach keine... Bro, du bist Arbeiter. No burdens. Ich sag euch ehrlich, Maschine. Und dann kommen wir jetzt hier, haben wieder gerade perfekte Flüge. Ich habe eben die Flüge gebucht zurück. Wir haben das Hotel in Paris bis Dienstag, wo ich mir dachte, okay, sollen wir vielleicht noch verlängern, um mehr Zeit, um Videos zu drehen zu haben. Und der Flug kam einfach um 21 Uhr. Das heißt, wir haben noch den kompletten Dienstag, müssen nicht verlängern. Haben 3 Drehtage in London, in Paris. So, Paris, we're coming for you. Und 3 weitere Videos kommen aus Frankreich. Und wahrscheinlich auch 3 weitere Streams. Thumbs up, Leute. Apropos, Lukas twitcht auch. Kann man auch abonnieren. Und reinschauen. Da sind wir hin und wieder live. Ein paar Leute gewinnen manchmal, dass man Döner essen gehen kann, oder? Ja, man kann ein bisschen, weißt du, ein bisschen live treffen, ein bisschen dies, das. Es wird auch noch ausgeprägter werden. Wir machen auch noch eine Deutschland-Tour nach... Wahrscheinlich nach Paris. Lukas wird nochmal auf eine kleine Tour gehen und dann sind wir in Deutschland unterwegs. Glaubst du, diesen Take werde ich noch hätten? Nein. How are you? Wir sind angekommen. 3A, Freunde. Ich fühle mich einfach so, als wäre es 12 Uhr mittags. Ich schwöre, ich fühle mich so. Es ist richtig komisch. Paris, we coming. We coming for your asses. All over the world. For your butts. For your bundes. For your butties. For your bombas. Mir vom Ghana. Das Wetter ist echt gut heute, gell? Glaubst du, Paris ist warm? Ja. Wärmer als hier, gell? Wärmer als hier, Bruder. Wir hatten bis zu 26 Grad schon diese Woche. 26. 26. Spaß. Kurzflugzeug fliegt. Oh, das ist nur für diese Brücke, nicht fürs Flugzeug. Ach so. Bitte mal nicht sagen. Thank you. Thank you. Bruder, ich hab schon vergessen, dass diese Maskenpflicht überhaupt existiert. Mustem-Tings. Welchen Platz haben wir eigentlich? 25, ja, ne? Good evening. François. Ah, das heißt François. Auf Französisch François. Tu parles français, je m'appelle Randy, aber là ça suit. Ja, ja. Wir müssen eh morgen nicht allzu früh anfangen. Für dir, du armer Sack. I'm a poor guy. Leute, Mann. Abonniert mal diesen Kanal, damit ich Business Class fliegen kann. Ja, Maniac. Meine Teil, schaut mir mein Knie an, bitte. Sieht man das? Very tight. Yeah. I'm a tall guy, you know? So. Which is a good thing to be. I wish I could be. What's your height? 177. It's okay, bro. It's okay. It's average. But being tall, you have longer reach, you can run faster. This is not always true. I have one friend, he's much smaller than me, and he's much faster than me. That's good. That's yeah. Good to be. This is a problem for flying, you know? Look. It's cold outside, but the fire keeps us warm. We can spend the night beneath the mistletoe. It's cold outside, last night. It's cold outside, last night. Für alle da draußen von euch, die dachten, dass ich Top Boy schon angeschaut habe, hier auf dem Weg jetzt nach Paris. Fange ich die erste Folge an. Coca-Cola, Perrier, Beer or Water? Ganz einfache Frage, oder? We take 2 Beer. Heineken, falls ihr sponsern wollt oder so, ruft mich an. Cheese in it. Du bist schon mal kürzer als 43 Minuten geflogen. Schon heftig kurz, gell? Ja.
Oui, oui. Rondi, ja. Keine S-Klasse, Freunde, aber C-Klasse. Schöner Wagen, ja? So, Freunde, im Großen und Ganzen war es das leider auch mit dem Vlog. Warum? Mir haben die Tonaufnahmen am Ende gefehlt. Wir sind einfach nur noch ausgestiegen aus diesem Uber, ab ins Hotel rein, ab in Aufzug, Zimmer kurz gesucht, kurz hingesetzt, paar Madeleines gegessen, die da noch im Zimmer waren. Dann habe ich mein Outro gemacht und finito. An alle Leute, Kuss geht trotzdem raus. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like und einen Kommentar da. Peace. Und jetzt kommt noch eine geheime Nachricht für die Leute, die verstanden haben, dass nach dem Outro immer noch was Wichtiges kommt. 12 Uhr, nächsten Sonntag. Döner-Test in Paris. Lukas, ihr, ich. Peace.